Rechtesystem, damit man endlich auch einstellen kann, wer wo bauen kann und sowas. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tbuf. Mein Name ist Sanlipi und heute geht es um Spoiler. Ganz viele Dinge, die demnächst rauskommen, denn ich denke mal, alle wollen wissen, was jetzt ansteht und was jetzt noch so geplant ist und was vielleicht dieses Jahr noch kommt, was nächstes Jahr kommt, worauf ihr euch noch freuen könnt, worauf ihr euch nicht freuen könnt und so weiter. Als allererstes wird es ja irgendwann einen Balancing-Patch geben für alle Klassen, inklusive der Shadowhunter, der voll auf Schaden gehen soll. Allerdings war es halt so, dass die, bevor die jetzt den Schaden erhöhen wieder von dem Charakter, der soll nämlich voll auf Damage gehen können und natürlich alles so voll wegsnipern, haben die erst die Bugs behoben, die halt dazu führten, dass er sowieso etwas schlechter war, indem er manchmal nicht getroffen hat und oder andere Dinge. Habe ich ja in den Patch-Videos erzählt, ne, dass man jetzt besser treffen kann und einige der Bugs von Projektilen entfernt wurden. Das heißt, der Shadowhunter wird auch geupdatet, aber was viel wichtiger ist, eins möchte ich euch sagen, der Knight. Das wird der erste und wahrscheinlich auch der einzige Charakter erstmal sein, der vom Mount aus kämpfen kann. Wird also richtig cool. Ich freue mich auf diesen Balancing-Patch, kommt allerdings vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht aber erst nächstes Jahr. Und dann gab es eine Diskussion darüber, ob der Mittwoch-Bonus, dass der so scheiße ist und viele wollten den Dienstag-Bonus auf Mittwoch legen. Ne, der Dienstag-Bonus ist ja 50% mehr Ärzte. Und der wird ja immer durch den Patch kaputt gemacht. Dann hat aber Avarim, also der Admin geschrieben, oder hier der Lead-Developer, hat geschrieben, dass der lieber den Mittwoch-Bonus durch was Schönes ersetzen möchte, damit sich auch der Mittwoch lohnt. Das heißt also, Mittwoch wird auch irgendwann mal ein vernünftiger Bonus reinkommen. Das Doppel-Glim-Dingen ist irgendwie unnötig und macht irgendwie wenig Sinn. Ich bin gespannt, was die sich dann einfallen lassen. Ich hoffe ja irgendwie so auf so einen Phishing-Tag, dass ich dann doch mal Bock wieder habe, ein bisschen die Batch, ne, die Phishing-Batch hochzupowern. Ich bin gespannt. Außerdem wird es auch noch, wahrscheinlich nicht dieses Mal, aber neue Crafting und Ressourcen, also neue Crafting-Rezepte und Ressourcentyps geben, die nämlich dazu führen sollen, dass die Ressourcen, die momentan sich einfach immer mehr hochstacken, ne, weil keiner braucht die und die kommen immer wieder ins Spiel, dass die auch irgendwann hier wieder aus dem Spiel rausgenommen werden. Wird aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr sein. Also wirklich herstellbare Mounts und andere Dinge. Was natürlich auch im Club, also was man auch in den Club reinstecken könnte. Aber ganz, ganz viele Spieler spielen das Spiel ja nicht wegen der Clubwelt und bauen hier, sondern wegen dem Adventure-Part. Und irgendwann hat man einfach genug Fairy Dust und genug Bones und keine Ahnung, man kann damit mit dem Zeug nichts anfangen. Ich habe ja auch von den meisten Teilen, ne, tausend davon oder so. Und ich farm noch nicht mehr viel, die kommen einfach und bleiben da liegen und man weiß nicht, was man damit machen soll. Für all diejenigen, die gerne Mastery, Max Mastery haben, Ende des Jahres kommt auf jeden Fall noch Max Mastery 300 raus. Also dagegen kann man nichts machen, 300 ist das, was auf jeden Fall angepeilt ist. Und ist auch nicht schlimm, ich bin schon über 300, also ich freue mich schon, wenn ich dann wieder mit dem goldenen Namen rumrenne. Es kommen neue Mounts auch raus, neue Mount-Typen. Und die werden dann als Beispiel einmal ein Schwein mit einem Rucksack, in dem Yeti drin ist. Oder andersrum, ein Yeti, in dem Schwein in einem Rucksack steckt. Ich bin nicht ganz sicher, wie rum das gemeint ist, aber auf jeden Fall sowas kommt dann raus. Außerdem Skyrim für die Leute, die ja Radiant Shards nicht mehr farmen, weil die einfach fertig sind, ist es natürlich so, dass das ein bisschen unattraktiv ist, da ist nichts. Es wird aber ein Moon-Biom geben, also Mond-Biom im Skyrim, aber es ist auch noch nicht für dieses Jahr geplant. Na, das heißt also, nächstes Jahr wird auch das Skyrim geupdatet. Dann fürs Bauen in der Clubwelt werden ja jetzt demnächst die neuen PvP-Sachen eingeführt, damit man PvP-Maps hier herstellen kann. Das war ja schon klar, ne, dass das jetzt kommt, weil eins der Teile ist ja schon da. Ihr könnt jetzt schon PvP-Arenen abzäunen, aber es fehlen noch die zwei Teile, mit denen ihr Portale und so weiter erstellen könnt. Das kommt auch noch, aber was viel wichtiger ist, es kommen noch große Bomben, es kommen
verschiedene Arten noch von Blöcke. Ja, Wasser kommt noch mal irgendeine Art von Block und natürlich ein Bulldozer. Ich werde mal hier in dieser Stelle ein Bild einbauen, denn dann seht ihr mal, wie der Bulldozer aussehen soll. Es gibt noch Mods, die dann wahrscheinlich ähnlich zu dem Bulldozer funktionieren werden. Der wird wahrscheinlich, so wie das, ne, vom Namen her klingt, dazu gut sein, dass man hier schön erstmal was abernten kann. So, der Shadowhunter hatte ich ja gesagt. Oh, warte, das war auf meiner Liste tiefer, das habe ich aber schon vorher gesagt, brauchen wir nicht. Türen kommen rein. Allerdings nur halbfertige Türen. Denn richtige mechanische Sachen sind die noch dran am Überlegen, wie die das hinkriegen. Es wird wahrscheinlich niemals wie in Minecraft sein hier, dass man schöne mechanische Schaltung hinsetzen kann, obwohl ich das richtig cool fände, da hätte ich auch voll Spaß dran zu bauen dann auf einmal. Aber das Doofe ist halt, bei so einem Server von Minecraft ist es halt, da ist der Server irgendwo und der rechnet nur für die Spieler, die auf dem Server sind. Das ist hier ein MMO und wenn hier 800.000 Spieler sind mit so und so vielen Tausenden von Clubwelten, ich meine, alles übertrieben jetzt, ne, aber ich meine, Tausende von Clubwelten ist gar nicht übertrieben. Aber gleichzeitig so lange, so viele sind gar nicht online. Trotzdem müssen ja alle Dinger funktionieren. Und wenn jemand eine Clubwelt voll mit mechanischen Schaltungen hat, werden die Server in die Knie gehen. Und wenn das mehrere machen, dann bam, explodiert alles. Die haben halt Angst davor. Also muss das irgendwie in einem System gepackt sein, dass man nicht den Server abstürzen kann. Naja, Shadow Tower. Der Shadow Tower bekommt einen neuen Boss. Und natürlich, was da natürlich, also nicht nur den neuen Boss, sondern gleichzeitig dann auch gibt es dann mehr Belohnungen. Der High Dragon ist ja der neue Boss, der war ja schon klar. Ich guck mal, dass ich noch ein Bild raussuche. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eins finden kann. Irgendwo ist das nämlich drin. Dann kann ich einmal ein Bild zeigen, denn der ist schon fertig. Der ist schon in den Game-Daten drin. Der wird demnächst auch freigeschalten. Naja, vielleicht dieses Jahr noch. Ich hoffe einfach, dass das noch dieses Jahr kommt. Der Revenant, ne, der kriegt ja keinen Bonus im Shadow Tower. Das wird auch geändert, denn der Multiplikator, der zum Schluss mehr Schaden macht, der geht nicht mehr jetzt auf Physical oder Magical Damage, sondern er geht einfach darauf, den Endschaden. Das heißt, die Zahlen ändern sich dann nicht mehr, ob man, also dann steht ja nicht, du hast auf einmal 19.000 Physical Damage, sondern steht einfach, du hast deine normalen 10k oder sowas. Und wenn du aber Schaden machst, machst du die 50% mehr Schaden. Oder halt, ne, das Doppelte, keine Ahnung. Also halt, je nachdem, was für ein Multiplikator im Shadow Tower gerade ist. Jemand hat auch gefragt gehabt, ob es neue Kostüme gibt. Es kann sein, dass noch 2 bis 3 im Dezember kommen. Aber es ist nicht ganz sicher. Die versuchen halt das. Dann PvP. Belohnungen im PvP. Es wird Banner geben. Ich zeige euch hier einfach mal ein paar Bilder währenddessen. Es wird Banner geben, neue Mounts, die da sind, die extra exklusiv im PvP erreicht werden können. Außerdem können komische, also die neuen Mounts haben dann Slot frei, an dem Banner dranhängen. Außerdem könnt ihr die aussuchen, die Banner, könnt ihr nehmen, die haben kleine Effekte. Auf gar keinen Fall haben die Jumps, die Banner, auch wenn das jetzt in diesem Test-Banner drauf stand. Die werden keine Jumps haben, aber andere Stats können die haben. Dann Quest-NPCs. Also Quests, NPCs, irgendwas so in der Richtung, wird gemacht im nächsten Jahr direkt, in dem ersten großen Update, kommen solche Dinge. Das heißt, Quests, die man machen kann, die dann mehr Erfahrungspunkte geben und ein bisschen sich, also ein bisschen anders anfühlen als einfach nur das sinnlose Rumgegrinde. Wird also ganz cool, würde ich behaupten. Na? Na gut, dann die neue Klasse. Da machen wir natürlich ein Bild rein, weil wegen, jetzt seht ihr sie endlich mal. Ich glaube, ich habe die noch nicht gezeigt. Und die, die nicht im Forum aktiv sind, haben wahrscheinlich auch noch nie gesehen, wie sie aussieht. Das ist die neue Blumenklasse, die heilen kann. Die kann heilen, allerdings halt nicht übertrieben viel. Die wird nicht so viel heilen können, dass man keine Flasks mehr braucht oder so. Aber immerhin kann die ein bisschen was zurückgeben an den Spielern. Wie stark werden wir sehen? Besonders starke Effekte haben die neuen Charaktere ja meistens schon, aber die sind meistens auch immer nur halb gut. Ne, die eine Hälfte ist scheiße, die andere ist gut. Wenn die mindestens gut im Schaden wäre, wäre es natürlich super. Wenn sie dann nicht so gut im Heilen ist, naja, wäre einfach zusätzlich ein bisschen was.
Da ist man gespannt natürlich. So, Klasse ist klar. Wird ein Stabcharakter werden. Und das ist auch erstmal der letzte Stabcharakter. Oder besser gesagt, das ist einfach, ob das der letzte ist, klar, kommen da noch welche. Aber ich meine, es ist ein Stabcharakter mit Magic Damage. Danach kommt als Klasse darauf ein Charakter mit einem neuen Magic-Waffen-Dingen. Also eine neue Waffe, die Magic Damage hat. Ein ganz neuer Waffentyp. Bis dahin muss man wieder 3 Pentaforge Souls bereitlegen, damit man diese Waffe dann bauen kann. Endlich kommt auch dieses Jahr, hoffentlich noch, wäre gut, vielleicht auch erst nächstes Jahr, die Club 2.0 Welt. Ach, 2.0 Patch sozusagen. Es wird dann verschiedene Club-Dinge geben, inklusive Leaderboards, also Highscore-Listen für PvP gegeneinander. Oder sonst irgendwas, Club versus Club einfach. Ist man gespannt natürlich, was das bedeutet, ob das wirklich PvP ist oder es gibt noch Bonusse und Club-Level, dass die Clubs aufsteigen können. Außerdem ein vernünftiges Belohnungssystem. Ach, Belohnungs, Quatsch. Rechte-System, Belohnung, Quatsch. Wie komme ich darauf? Rechte-System, damit man endlich auch einstellen kann, wer wo bauen kann und sowas. Was eigentlich Pflicht war oder hätte sein müssen schon von Anfang an. Denn wir wurden schon ein paar Mal auseinandergenommen hier. Dass hier irgendwelche Leute oder Spackos sich gedacht haben, ja, ich mache alles kaputt, weil ich gerade schlechte Laune zu Hause habe. Oder ich sauf gerade mir die Hucke voll und dann, weil ich es lustig finde, zerstöre ich einfach jemandes Gebäude. Und fand natürlich nur derjenige lustig, der gerade gesoffen hat. Alle anderen fanden das nicht so lustig. Deswegen wäre gut, wenn das so, ne, endlich reinkommen könnte, dass man verschiedene Rechte vergeben kann. Dann werden auch wieder mehr Architekten da sein und dann wird das noch cooler hier, unser Gebiet. Noch cooler. Dann wird es auch für die Clubwelten in dem Chat-Dingen extra so Tabs geben, dass man durchschalten kann. Möglicherweise kann man noch mehr Clubs haben als nur 5. Wird halt auch geguckt. Kann man halt nicht so sagen, ob sich wirklich rentiert oder nicht. Ne? Dann das Ringsystem, da wollen ja auch immer gerne, also das ist ja auch immer eins der wichtigsten Dinge. Das wird auf jeden Fall mit dem Underground-Patch kommen, der aber immer noch nicht klar ist, wann der kommt. Also der Underground-Patch wird dem Ringsystem sozusagen die Ressourcen liefern, aber das geht natürlich erst, wenn die wissen, wann die Underground-Patch machen. Die werden jetzt als nächstes erst das Mid-Game sozusagen, also nicht das Endgame, sondern das Mid-Game, werden die verbessern, indem sie Quest-Typen, so Quest-Sachen einbauen. Ist also nichts für jemanden wie mich gedacht. Klar werde ich es auch machen, aber es ist mehr für die Leute gedacht, die halt zum Ende hin wollen. Und das ist ja im Moment ziemlich schwer, gerade auch wegen dem Flux-Problem. In der letzten Folge habe ich ja, in dem letzten Tutorial-Folge, habe ich ja mal erklärt, wie man an Flux rankommt. Und oftmals ist es so, dass man schon am Ende sein muss, um viel Flux zu bekommen. Nur da braucht man das Flux nicht wirklich so unbedingt. Am besten wäre natürlich, wenn man am Anfang Flux farmen könnte, irgendwie. Richtig schnell und richtig gut und bäh. Naja. Dann haben die sich auch überlegt, Flux wird wohl demnächst auch irgendwann nächstes Jahr, als Währung eingeführt. Denn die haben gemerkt, es ist gar nicht mehr möglich, das nicht als Währung einzuführen. Haben ja sogar schon diese Mega-Flux-Tanks eingebaut. Also, warum nicht? Möglicherweise werden wir es relativ schnell mal sehen. Wäre nämlich gut, muss ich ehrlich sagen. Es nervt, dass man das die ganze Zeit rumtragen muss oder irgendwo lagern muss oder so. Für jemanden, der streamt, so wie mich, ist es richtig cool, dass sie auch planen, bei der Freundesliste einen Accept All Button einzubauen, dass man nicht jeden einfach immer akzeptieren muss. Dann kann ich nämlich beim Login einmal Accept All und bin fertig. Das wäre der Hammer. Für normale Spieler ist diese Funktion eigentlich nicht so wichtig. Daher würde ich sagen, wenn die es nicht reinbauen würden und die Zeit woanders investieren, wäre es nicht schlimm. Man muss halt auch mal einen sauren Apfel beißen, wenn man Streamer ist. Und jeden Tag 10, 20 Leute in eine Freundesliste hinzufügen. So, und als letztes noch. Die überlegen sich, also weil gerade auch eine Riesendiskussion ist, was man in dem Mastery-Level für Ringe einbauen kann. Oder für Belohnungen dazwischen. Ob man nicht doch auf jede 100 Level einen Chaos-Faktor bekommt. Ich bin ehrlich, das fände ich so toll. Es ist voll unwichtig, ehrlich gesagt, ob man jetzt Chaos-Faktor hat oder nicht. Naja, also nicht unwichtig, aber es ist halt nicht so, dass man jetzt, oh mein Gott, Chaos-Faktor 10, jetzt bin ich total stark.
ne, irgendwie sowas. Es ist einfach so ein kleiner Bonus. Und wenn man Mastery 300 ist, also, ne, wenn man Mastery 100 erreicht hat, erstmal, dann ist man so glücklich, den ersten Chaos-Faktor zu haben. Und danach, nach 100, ach, da ist der Mastery-Rang so unwichtig. Man freut sich wirklich nur noch auf Max-Mastery, weil man den zweiten Chaos-Faktor bekommt und den goldenen Namen. Inzwischen sind so halt ein paar Dinge, die einem vielleicht gefallen, andere vielleicht nicht so. Aber cooler wäre es doch, wenn man wüsste, ja, jetzt habe ich wieder einen 100er Step hinter mir und zack, gibt es einen Chaos-Faktor. Deswegen fände ich es richtig cool, wenn auf 100, 200, 300 ein Chaos-Faktor wäre und der Max-Mastery-Chaos-Faktor natürlich auch bleiben würde. Dann hätte ich nämlich 4, ne, Chaos-Faktor direkt mit dem Patch. Wäre der Hammer. Außerdem wäre es eine Belohnung dafür, dass man so viel Action in dem Spiel reinsteckt. Und man muss mal ehrlich sein, jemand, der jetzt 300 ist, spielt entweder das Spiel total intensiv und bringt sozusagen das Spiel voran oder gibt Geld aus und bringt das Spiel damit voran. Oder war halt seit der Beta da, so wie ich, ne, und hat halt eigentlich immer nur ganz kleine Steps gehabt, die er vor sich hatte. Na, ist ja nicht so, als hätte ich hier Hunderttausende von Euro reingesteckt. So, damit würde ich sagen, wir haben jetzt einfach mal alle Spoiler hinter uns. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwas nicht, ne, falls ihr noch irgendwas wisst, was demnächst kommen soll, schreibt das einfach in den Kommentaren. Werde ich wahrscheinlich in den nächsten Folgen aufgreifen. Eins fällt mir gerade noch ein. Und zwar die Fragmente, Shadow- und Moon-Fragmente. Es wird keine Gems mehr geben. Die Gems werden ersetzt mit dem Shadow Tower Update. Und danach könnt ihr die Gems alle zu Fragmenten umwandeln. Ne, also ihr könnt eure Gems komplett zerstören, kriegt dann Fragmente raus. Und man braucht nur noch Fragmente, um Schlüssel herzustellen. Dadurch wird dieses doofe Problem geht dann weg, wenn dann da einfach nur 100.000 Fragmente sind und man hat einfach keine Gems dafür. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von True. Ciao.